gucken, ob die Zombies mich sehen. Ich hoffe nicht. Oh oh. Der Tunnel wird blockiert von so einem LKW. Lass du umdrehen. Ich bin bald da, 700 Meter. Ich muss halt jetzt Auto hier wenden, ohne es kaputt zu fahren, diesem engen Ding hier. Sonst musst du halt rückwärts von LOL, was da drin. Eine ja, G17 weiß, ohne Munition und eine Remington ohne Munition? Das ist eine. Ja, toll. Eine Militär-Shotgun. Jetzt sehe ich immerhin gefährlich aus, aber ich keine Munition dafür. So, da hier in dem Tunnel aber jetzt wirklich niemand ist, mache ich mir kurz eine Map-Note. Mach das. No, Shift rechtsklick, Shift linksklick, das war es nochmal. Shift linksklick. Dann macht er so ein kleines Pümpelchen und dann siehst du auch, wenn du draußen bist, einen grünen Pfeil, 600 Meter bist, bla bla bla. Oh, da habe ich die Wand leicht geschrammt, zum Glück gar nichts verändert am Auto. Ja, ich sehe das Ding, was du meinst, wo ich hin muss. Oh, ich habe rote Kette. Ja, wie viel Munition ich verstanden. Wie hat der mich denn noch mitbekommen? Mein ganzes Magazin verballert. Hey! Nächstes Mal schieße ich den auf die Köpfe, ey. Boah, der Hammer, viel Munition. Dumm Trolls. Oh, so. Ich habe jetzt nur 600 Meter vor mir und ein paar Stände. Gucken, was ich da finde. Ja, 1,3 Kilometer geht immer schneller, also. Naja, du hast schon ein Auto. Null, da schießt der mit DMR. Guck ich mir den Stand jetzt nicht an. Hast du es auch gehört? Der hat auf mich geschossen. Ja, ja, so leicht so ein Püffer, aber nur eher. Da ist eh nur Munition drauf. Welche Stadt gehst du jetzt? Postneuer oder? Ich kann gerade nicht nachgucken. Wenn ich jetzt stehen bleibe, dann habe ich Angst, dass DMR mich tötet. Ich habe meine Punkte, meinen Punkt nämlich, ich bin nämlich in der einen von den beiden. Moment, ich guck schnell. Korpech. Da ja, läuft drauf zu. Oder? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in der bin, ich glaub schon. Ja, da laufe ich gerade hin. Hast du ein Auto? Nee, ich bin aber noch nicht da, 400 Meter noch. Ich lauf hier mitten übers Feld. Bist du an so einem Hochstand hier vorbeigelaufen gerade? Ja. Ja, ich bin auf der Straße hier. Oh, hier? Auf der ich gerade rumlaufe? Nein, ich glaube auf einer anderen. Ich bin jetzt hier bei dem Hochstand und fahre jetzt gerade so über das Feld, wo du gerade hergekommen bist, glaube ich. Hä? Hier sind so Vogelscheuchen. Vogelscheuchen sehe ich gerade nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Hochstand. Ja, Hochstände sind hier hammer viele, Mann. Ich bin jetzt in der Stadt. Koppich, gell? Rein. Ja, und da ist so eine. Komm mal zur Kirche. Okay, ich war in der falschen Stadt so gesehen, aber. Das ist kein Problem. Wenn der. Aber wir brauchen halt bald Benzin. Ja, lol, das ist ein Spieler? Ja, das ist eine Frau mit Waffe, fuck. Jemand schießt auf mein Auto. Dann fahr. Ja, ich musste gerade wenden. Oh, er hat meine Wheels erwischt. Das war die Lenkung. Der kommt aus der anderen Stadt. Ja, hier wir auch ein Spieler. Das Problem ist, ja, jetzt habe ich. Da ist dein Hochstand. Ich fahr die fette Straße lang, die an deinem Hochstand vorbeiführt. Dauert, ja, das ist noch ein Hochstand. Das dauert noch kurz. 600 Meter noch. Ich bin in der Kirche und da bleibe ich auch erstmal drin, weil hier war gerade noch ein anderer Spieler. Der hatte eine Waffe, keine Ahnung, wo der Funktion. Ja, ich kann jetzt hier, ich sehe die Kirche da. Ich fahre an der Kirche vor am besten. Mach das. Ich werde von einem, keine Ahnung, wie weit schnell der Spieler mit der DMR hinterherkommt. Oder mit der M14, der hat auf mich geschossen, nämlich gerade.
Bin gleich vor der Kirche, Henrik. Ja. Bin vor der Kirche. Komm raus. Na, mein Typ hängt. Dann rein, schnell. Ja, passt. Jetzt müssen wir erstmal weg hier. Oh, ich kann schon fix mit dem Teil. Ne? Ich will erstmal hier irgendwo weg, weg von dem Spieler und weg von den Städten uns irgendwie orientieren können. Oh Gott, das ist nicht das nächste. Ja, du fährst jetzt, glaube ich, Richtung Belov. Das ist eine andere größere Stadt. Ja, was heißt groß? Das ist ein bisschen größer als Koppich. Ist aber okay. Ich will erstmal. Wo fährst du hin? Hier rein. Ah, ich weiß, wo wir sind. Hier bin ich vorhin lang gelaufen. Ja, das ist sogar Industrial Loot. Können wir mal reingucken, vielleicht. Da ja, links, sogar. Gell? Naja. Hast du jetzt eigentlich irgendwelche Waffen außer deiner Dings? Nein. Oh, schlecht. Ich schau auch rein, du fährst dann den Wagen weiter. Oh, ich soll okay. Fahren, okay. Kannst dir auch gleich mal anschauen, was wir noch übrig haben. Ja, nicht mehr viel. Ich habe Engine Parts gefunden, aber die bringen uns jetzt reichlich wenig. Also Motorblock halt, der ist ja in Ordnung. Hast du geguckt, ob hier Sachen drin sind zufällig? Ich habe nichts zum Gieren gefunden, auch nicht während der Fahrt. Du kannst gerne schauen. So gesehen habe ich zwar geschaut, aber irgendwie nichts gieren können. Und dann habe ich es gelassen. Ja, also so eine M416A2 mit einer Munition. Ist doch nice. Ich habe eine Waffe. Na, was macht er denn? M416, welche ist das? Ist doch das Sturmgewehr. Ja. Lol, dann habe ich ja jemanden. Weg! Ah, Hilfe, Hilfe! Raus. Ich werde gleich. Nein, nein, bleib drin, bleib drin, bleib drin! Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Ich werde gleich hier wegsterben, ich werde hier wegsterben, weil ich habe kaum noch Blut, ich habe was gar nichts mehr. Scheiße, die M4 ist da drin. Ja, ich habe gar nichts mehr. Verpiss dich am besten hier oder schnapp dir das Auto. Warte, ich schnapp mir jetzt das Auto, wenn ich das schaffe. Ja. Ich bin im Auto, ich fahre das Auto weg. Da schießt jemand auf dich. Ja, ich habe nur noch 5000 Blatt. Kann man ohnmächtig werden, während man Auto fährt? Psch, psch, psch. Get out. Ja, jetzt habe ich wieder die M4 in der Hand. Was ist denn das für ein Bug? Ich hab den Typ ohnmächtig geschossen. Ich bin auch ohnmächtig. Nee, tot, tot. War, hieß der Rulitik? Ich hab's nicht gesehen. Das war diese Frau. Politik was killed. Ne, der hieß Plop. Aber der ist ohnmächtig und liegt da, Henrik. Ich hole ihn mir. Wo liegt der? Da, wo ich reingegangen bin, wo das Auto stand. Genau da ist er langgelaufen dann auf einmal. Ich hoffe, ich kann ihn mir holen. Ich hoffe, der bleibt länger ohnmächtig. Ich habe halt nur noch 3000 Blut. Ich habe ihm zweimal in den Kopf geschossen, laut meinem Dings so. Also der ist nach dem ersten Stress. Wir haben uns gegenseitig beschossen und der hat zwei Schüsse nicht getroffen. Dabei habe ich ihn richtig gut erwischt. Aber meine macht halt keinen Schaden. Oh, hätte ich den jetzt weggesnackt, wir wären Götter gewesen. Oh. Da hat den eine M14. Glaube ich. Ich bin ein Zombie. Ja. Du liegst noch in dem Industrial-Ding drin, oder? Ja, aber ich bin tot. Bin drinnen, ja. Ich bin vor der Rampe erst draußen, genau da ziemlich genau, wo das Auto stand, wo du gerade eingestiegen bist. Da lag der, weiblich. Ist tot. Ist tot. Nein, doch nicht. Ich schieß ihn dann. Jetzt ist er tot. Ja, Mann, nice. Dann blutest du noch, verbind dich, pack dir das Auto und ich schaue sie bei dir spawnen und nimm alles von ihm mit und geh jetzt ins Auto rein, was du übrig hast. Gepennt oder was war los, Lukas? Oder warst du noch am? Was? Ja, ich bin eingepennt. Ich hab ja da noch eine Folge Monk geschaut. Deswegen könnte ich dich ja auch eine perfekte Uhrzeit nennen, eigentlich. So, und dann bist du eigentlich. Ja, okay. Ja. Jetzt sind wir am DC-Spiel. Wollen wir dann morgen machen? Was hat der für eine Waffe? Ich glaube, er hat dieselbe wie ich. Ja, M16A2. Das Problem ist, ich habe halt nur noch 4000 Blut und ich brauche einen Zombie nur anfurzen und ich verloren. Ja, ja, darum kümmern wir uns gleich. Wie lange wollt ihr denn noch DayZ spielen wegen Trinken, Henrik? Wie lange wir Lust haben, keine Ahnung.
Oh, Henrik, ich bin glaube ich fast an der Burg wieder. Das ist nice. Ich gehe jetzt zum Auto, da packe ich dann noch gleich die Waffe rein und dann versuche ich zu dir zu kommen. Ich habe kein Blut, nichts. Und du musst unbedingt das Auto übernehmen und die Waffen übernehmen. Oder wir finden irgendwann nur Blut, ey. Ich hoffe, das Auto geht nicht leer, weil ich musste es anlassen. Ich hatte gerade irgendwie nicht die Geistesgegenwart, noch den Motor auszumachen, ey. Fällt schon ziemlich gut. Hey, der Typ, das war dann der Typ, den du gesehen hattest, der unser Auto gesehen hat. Ja, ja, den ich auch ganz am Anfang schon gesehen habe. Oh, jetzt bin ich Driver, okay. Alles okay. Erst noch ein bisschen. Soll ich die Waffe noch einladen oder soll ich die da liegen lassen? Ne, du willst bestimmt eine Waffe haben. Von ihm, welche hat er denn? Ja, dieselbe wie ich. Da haben wir auch Standard-Munition. Ja, ja. Ich nehm's mit. Ja. No risk, no fun. Ich fahr da jetzt hin, pack meine Waffe dann da rein. Du hattest nichts mehr, oder? Was ich von dir umnehmen soll, oder? Ich groß. Wo hast du das Auto jetzt genau geparkt? Da, wo deine Leiche gerade ist. Also in der Nähe von Koppech, da so. Ja, sie ist genau da, wo deine Leiche ist. Wie gesagt. Ja, ja. Ich sehe schon, das ist da dieser Punkt. So, schon, ah, da. Ich hoffe, dass ein bisschen nicht mehr backsnackt. Irgendwie, ich laufe also jetzt hier gerade. So, wo bist du? Soll ich mir ein Map-Note machen? Da fahre ich dann hin. Ich bin genau neben der Burg jetzt. Ich laufe genau in deine Richtung gerade. Okay. Ich verziehe mich jetzt erstmal ein paar Meter und dann mache ich mir eine Map-Note. Oder ist es da vorne? Ja, da ist so ein Industrial-Ding und da geht's in den Wald. Ja, ich fahre einfach zur Burg jetzt. Ist aber ziemlich weit weg, ey. Ich hoffe, das reicht vom Benzin. Keine Ahnung. Muss nur ein Kilometer sein. Ja, ist ein Kilometer. Ich bin 5 Kilometer gefahren, dann war erstmal ein Drittel von einem Balken weg oder so. Oder 6 Kilometer. Soll ich querfeldein durch den Wald fahren? Ja, ich bin. Ja, kannst du eigentlich schon. Da führt so ein kleiner Feldweg durch den Wald. Den kannst du sonst. Aber ich weiß nicht, ob der da ist. Ja, ich sehe den Feldweg, ja. Ich fahre da jetzt gerade zum Feldweg und dann fahre ich den lang. Bei mir ist halt alles nur noch in Schwarz-Weiß. Boah, ey, man, dieses Spiel macht so. Adrenalin geht gar nicht lang. Alter, dass der aber noch gelebt hatte. Ich schieße, ich hab ihn sogar noch mal Kopf geschossen. Guck nach. Auf Effekt ist ja zu beben. Fuck, fuck, ich schieße noch mal drauf, ihn gestört. Ohne gestellte Todesnachricht. Ja, da sollte man, glaube ich, jetzt mehr drauf achten, ne? Ich sehe jetzt hier einen Feldweg, der auf der anderen Seite rauskommt. Zufällig Benzin? Nee, ich habe da nur einen Hunting Knife gesehen und einen Engine Pop. Da sehe ich dich. Soll ich stehen bleiben? Nee, es dauert. Ich bin noch außer des Walds. Ich renne gerade in den Wald rein, so. So leicht links von der Straße. Ja, soll ich hier stehen bleiben oder soll ich weiterfahren? Ja, so, ja, von oben jetzt kannst du stehen bleiben. Okay. So, die Waffe ist in dem Truck drin, oder? Ja, da mit zwei Magazinen auch. Ich weiß nicht, wie voll die sind. Da ist sogar ein SD-Magazin dabei. Und ja, wir müssen nochmal zurückschauen, ob da bei dem Dings-Loot ziehen ist. Okay, können wir machen. Ja, müssen wir ja. Wir brauchen ja, können wir machen. Das ist der MP. Was ich eher sagen wollte. Ich geh den kurz. Befahr mich nicht. Ja, gucken wir. Ja. Ja, passt schon. Warte. Ich brauche nämlich unbedingt ein Bloodpack. Ich habe 3900 Blut. Nein, hat er das Falsche genommen.